bevor wir uns hier umsehen. Naschkill. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, dann gehen wir mal in die Hütte. Du bist ja ein komischer. Hier lang. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Und reden mit ihr. Leute. Ich will auch euer Geld. Gibt es mir oder sterbt? Wisst ihr irgendwas über die Mine? Alles, was ich über die Mine weiß, ist, dass in ihren höllischen Tiefen ständig Männer verschwinden. Mein Mann arbeitet auch dort. Er ist schon seit Wochen nicht mehr nach Hause gekommen. Vielleicht können wir euch helfen. Wollt ihr? Wir wollen die Mine erforschen. Beschreibt mir mal, dann vielleicht sehen wir ihn ja. Er hat schwarzes Haar, blaue Augen. Ach Gott, mit dieser Beschreibung könnt ihr ihn ja nie finden. Er heißt Josef und trägt seinen Hochzeitsring an der linken Hand. Das ist ein Grünsteinring. Ja, Josefs Ehefrau. Ich versprach einer jungen Frau, dass ich versuchen würde, ihren Mann wiederzufinden, der Mine von Naschke verschwunden ist. Er heißt Josef und trägt einen Grünsteinring an den Fingern. Hallo, Leute! Hallo, Leute! Ihr seid zurück. Was ist passiert? Habt ihr Josef gefunden? Ich habe diesen Grünsteinring gefunden. Tut mir leid, meine Damen, aber ich glaube, Josef ist tot. Er ist tot. Mein Josef ist tot. Genau. Und den Ring behalten wir als Bezahlung für das Überbringen der schlechten Nachricht. Macht's gut. Ja. Wieder so, wo wir keine Zwischenantwort auswählen können, weil ich würde dir den Ring einfach gerne geben. Weil was soll ich damit... Deswegen hier, nehmt den Ring als Erinnerung. Danke euch. Danke für die Nachricht. Es gibt nämlich wenigstens 800 Erfahrungspunkte. Wie ihr wünscht. So. In der Taverne zum rüpsenden Drachen waren wir übrigens noch gar nicht drin. Fällt mir gerade so auf. Ich frage mich gerade, geistert Edwin wieder hier rum? Nein, Edwin ist endgültig weg. Düna hier ja auch. Liegt hier immer noch... Hier liegt immer noch der tote Minsk rum. Das reiben die mir jetzt ewig unter die Nase, dass ich Minsk umgebracht habe. Tag. Mit Verbrechern umgehen zu müssen, ist ganz schön anstrengend. Ah, mein vornehmer und ehrenwerter Freund, was kann ich für euch tun? Ich bin gekommen, um meine Beute abzuliefern und die Belohnung abzuholen, die mir zusteht. Welche Kopfgelder wurden noch nicht eingefeuert? Unser Hauptmann der Garde ist immer noch auf freiem Fuß. Hat eure Klingen bereit? Wenn ihr in seine Nähe kommt, der ist sehr gefährlich. Da waren noch so eine dumme Sache mit einem in der Stadt ansässigen Künstler namens Prism. Hat ein paar Smaragde geklaut. Wir versuchen sie wiederzukriegen, wobei uns das Schicksal von Prism ziemlich egal ist. Ja, Edelsteine geklaut. Beute. Das wären dann 300 Goldmünzen Belohnung für die Smaragde. Damit dürft ihr euren Ruf unter den Kopfgeldjägern weghaben. Man wird sehen müssen, wie der euch bekommt. Ja. Prismus Geschichte war wirklich traurig. Schade, dass sie nicht besser ausgegangen ist. Naja, immerhin hat es meine Kasse aufgebessert. Ein Haufen Goldmünzen Belohnung für die Smaragde, die er gestohlen hatte. Ich bin ganz Ohr. Ja, und ein bisschen Erfahrung. Ich bin ganz Ohr. Wir nähern uns den 8000. Geht zur Seite, Bürger! Ihr seid zurückgekehrt. Es war doch richtig, euch zu vertrauen. Die Stadt dankt euch von ganzem Herzen und überreicht euch mit Freude die wohlverdiente Belohnung. Bitte nehmt diese 900 Goldmünzen für eure Mühen. Das ist schon ein kleines Vermögen. Vielen Dank nochmal. Ich habe auch noch dieses Fläschchen mit Flüssigkeit gefunden. Einer der Kobolde der Mine hatte es bei sich. Ich glaube, dass es etwas mit dem Eisen zu tun haben könnte. Ich bin kein Metallkundiger. Aber vielleicht solltet ihr das einmal Donnerhammer zeigen, oben im Perigos. Der könnte ein wenig mehr darüber wissen. Nochmal vielen Dank für alles. So, damit hat sich unser Ruf nochmal um eins verbessert. Ja. Ich helfe euch, wenn ihr schafft, uns zu retten. Ja. Oberflächenbewohner können so dumm sein. Neue Tagebucheinträge.
Ja, ich habe die Mine von Nashkel erfolgreich gesäubert und bin dafür reichlich entlohnt worden. Ich erhielt 900 Goldmünzen vom Baron Gaskill und den Dank der ganzen Stadt. Es wird nun bald wieder Eisen bis an die Küste Ich gelangen, bin ganz auch wenn der Ohr. Transport weiterhin tückisch ist. Mit den Straßenräubern muss ebenfalls aufgeräumt werden. Und ja, das sind die Briefe. Und Aufgaben. Loses Ring. Ja, Prisms Geschichte. Xan. Ja, und Gaskell hat vorgeschlagen, dass ich das Fläschchen zu Terumphurium in Beregos bringe. Er wird vermutlich was damit anzufangen wissen. Ja, Konfrontation mit Tranzig. Aus Mutters Briefen geht hervor, dass sein. Ja, das kennen wir bereits. Ja, und ich sollte nach Tranzig fragen. Und hier habe ich ja noch ein paar Quests. Also ja, mit einem Ruf von 11 bin ich schon mal ganz zufrieden. Und gehen wir erstmal Zeug verkaufen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Die Geschäfte laufen schlecht. Kein Wunder bei der Eisenknappheit. Räuberskalb und so will ich nicht verkaufen. Ja, die Sachen kann ich verkaufen. Schienenpanzer, Flegel, Kettenhemd. Dolch plus 1 bringt auch. Wobei, den behalten wir erstmal. Und die Hellebarde, die behalte ich auch erstmal. Tranktasche, Pfeile. Und ja, vielleicht hätte ich einen neutralen Baden machen sollen, einfach. Wie Jetzt ihr können wir wünscht. erstmal was. Ich bin euer Tod. Ergebt euch und eure Reise ist schneller zu Ende. Was ich ergebe, mich nichts und niemandem. Kämpft, wenn ihr könnt, Tod. Das macht mir nichts aus, für meinen Lohn zu arbeiten. Warum Nimbol auf Wolfsgleichen angesetzt wurde, werde ich nie verstehen. Alles gegen des lieben Gottes. Die Amsoldaten helfen uns wenigstens auch fleißig. Geld? Ich hab keinen Bock zu reden. Worum geht es diesmal? Das ist doch Dings, Vertrauten finden. Das war aber, soweit ich weiß, auch nur ein Stufe 1 Zauber. Ja. Da haben wir dann versucht, einen Vertrauen zu finden, der in Zukunft als Gefährte und Verbündeter beisteht. Normalerweise handelt es sich bei einem Vertrauen um ein kleines Wesen. Der Vertraute kann dem Anwender auf Weise nutzen. Der Anwender kann an den Sinneswahrnehmungen seines Vertrauens teilhaben, ihm Gesellschaft leisten und ihn als Wächter, Aufklärer und Spion einsetzen. Er kann immer nur einen Vertrauten haben und nicht darüber entscheiden, welche Kreatur seinem Ruf folgt. Es ist auch nicht sicher, ob der Zauber überhaupt erfolgreich ist. Anmerkung: Der Zauber kann nur vom Hauptcharakter eingesetzt werden. Das Wesen ist intelligenter als andere Wesen seiner Art, normalerweise um 2 bis 3 Punkte, und seine enge Verbindung mit dem Anwender beschert ihm ein längeres Leben, als es für ein derartiges Wesen typisch wäre. Der Anwender und der Vertraute stehen durch einen empathischen Bund miteinander in Verbindung. Auf diesem Weg kann der Anwender seinem Vertrauen auch Befehle erteilen. Der Anwender erhält die Hälfte der Trefferpunkte seines Vertrauens aufgerundet als zusätzliche Trefferpunkte. Er sollte sich jedoch stets um das Wohlergehen seines Vertrauten besorgt sein. Stirbt dieser, verliert er die zusätzlichen Trefferpunkte, erleidet zusätzlich so viel Schaden,
wieder vertraute Trefferpunkte hatte und verliert permanent einen Konstitutionspunkt. Beispiel, ein Magier mit 12 Trefferpunkten wirkt einen Zauber. Er erhält ein Teufelchen mit 9 Trefferpunkten als Vertrauten. Dadurch erhöhen sich die Trefferpunkte des Magiers um 4 auf 16. Stirbt das Teufelchen, reduziert sich die Trefferpunkte des Magiers wieder um 4 auf 12. Er verliert einen Konzentrationspunkt und dadurch eventuell weitere Trefferpunkte. Und erleidet dann noch 9 Schadenspunkte. Die Art des Vertrauens sind durch die Besinnung des Anwenders bestimmt. Rechtschaffen, neutral, gut. Rechtschaffen, neutral. Also rechtschaffen, gut und neutral, gut. Rechtschaffen, neutral. Rechtschaffen, böse. Neutral, neutral, böse. Das ist ein Staubmephit mit 12 Trefferpunkten, 8 Rüstungsklasse. Ach nee. Ich mag das mit dem Ding am Beschwör nicht so wirklich. Oh ja, und das hier. Nimm wohl das Geld, das ihr von Transigal habt, sollte euer übliches Honorar entsprechen. Euer Auftrag ist schwierig, aber ich bin sicher, dass ihr der Aufgabe gewachsen sein werdet. In den nächsten Tagen soll eine bestimmte Person namens Brennoir durch Naschkel kommen. Ihr habt die Aufgabe, diese Person zu töten, aber ich warne euch. Brennoir sieht vielleicht harmlos aus, ist aber sehr gefährlich. Viel Erfolg, Tatzok. Ja. Noch ein Kurzschwert plus 1. Stiefel der Vermeidung. Das kann sie gut gebrauchen. Weil sie hat gar keinen Schutz gegen Geschützwaffen. Und ein Infravisionsring, der sowas von nutzlos ist, dass ich ihn einfach kaufen werde. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, dann rasten wir mal. Ratten gab's hier noch nie. Darauf könnt ihr euch aber verlassen. Die Nacht ist still und lau. Doch ein Frösteln holt euch unsanft aus dem Schlaf. Euch ist, als sei jemand über euer Grab gelaufen. Und einen Moment lang fragt ihr euch, ob ihr es selbst gewesen seid. Bei diesem Gedanken öffnet sich der Boden unter euch und ihr werdet in die Tiefe gezogen. Als wieder Licht an eure Augen dringt, verschafft euch das keine Beruhigung. Ihr steht vor den leeren Minen von Naschkel, die ihr bei eurem letzten Besuch von allen Übeln befreit habt. Ihr könnt widerstandslos durch Wände und Decken schreiten und steigt immer weiter in die Tiefe hinab. Plötzlich seht ihr eine aufgedunsene Gestalt. Vor euch steht Malahay. Er bewegt sich nicht und sieht noch genauso aus, wie ihr ihn zugerichtet habt. Welches grausame Schicksal auch immer jene üble Gestalt nicht zur Ruhe kommen lässt. Ihr wisst, dass sie nur auf euch gewartet hat. Ihr seht einen Dolch aus Knochen in der Luft schweben, der nur darauf wartet, dass eine entschlossene Hand ihn ergreift und zusticht. Hätte die Kreatur den Atem, um zu sprechen, würde sie gewiss Flüche ausstoßen. Sie wartet auf den Todesstoß, auf einen Tod über den Tod hinaus und kennt keine Hoffnung. Als sie der Klinge den Rücken zudreht, fällt sie scheppernd zu Boden. Im Reich der Toten wird dieser Kreatur die verdiente Strafe zuteil werden und ihr verspürt kein Bedürfnis, selbst über sie zu richten. Überrascht und dankbar hinkt Malahays Geist nach vorne und durch euch hindurch. Er lässt jedoch etwas von sich zurück, vielleicht um es euch zur sicheren Aufbewahrung zu übergeben. Es ist ein Hoffnungsschimmer, der eine Leere in euch erfüllt. Bislang wusstet ihr nichts von dieser Leere, die in Form eines Dolches in euch vorhanden war. Aus der Tiefe ertönt ein Schrei des Zorns. Der Dolch aus Knochen macht sich selbstständig und schwirrt durch die Luft direkt auf euer Herz zu. Gerade als er zustechen will, erwacht ihr von dem kalten Schweiß, der von eurer Stirn in eure Augen fließt. Euch klingt noch die tadelnde Stimme im Ohr, die eigentlich mit dem Traum hätte verschwinden müssen. Es wird ihr eine Lehre sein. Ja. Der gute Baal will uns keine Rast lassen. So, heilen wir mal vernünftig. Nur zu fragen. Ich werde euch Gerechtigkeit.
Schwierigkeit widerfahren lassen. So, sie steht jetzt an einer anderen Stelle. Oh, euch ist nicht zufällig ein Mann begegnet? Ungefähr so groß und, naja, etwa so breit? Dieser Taugenichts.